Tag auch. Ja, auch ich habe, wie so viele, 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 viele andere YouTuber, beschlossen, ein kleines Silvester Get Ready zu filmen. Und ich habe mir überlegt, dass ich nicht dieses typische Silberglitzer, Goldglitzer machen möchte, sondern ich habe mich für Blau entschieden. Denn ich habe in meiner Schublade noch dieses NYX Glitter on the Go Pigment gefunden. Und das habe ich noch nie benutzt und jetzt habe ich mir gedacht, okay, komm, einmal wenigstens benutze es. Es ist Silvester, mache irgendwas damit. Wie gesagt, ich habe es noch nie benutzt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich am besten damit klarkomme. Ich hatte mir ja schon irgendwann mal diesen Too Faced Glitter Glue besorgt und den habe ich dann benutzt damit. Oh, ich sehe schon überall schwarze Punkte, weil ich die ganze Zeit in dieses wahnsinnig helle Licht gucke hier hinter der Kamera, weil es draußen schon so unglaublich dunkel ist heute. Was heißt schon? Es ist irgendwie den ganzen Tag draußen dunkel. Und ja, ich habe also überlegt, ich mache mal etwas mit Blau. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, dazu habe ich mein neues Kleid von H&M angezogen. Das seht ihr dann am Ende des Videos nochmal komplett. Ich hoffe, das ist scharf. Weil mit der neuen Kamera ist das immer ein bisschen problematisch, wenn ich das alleine machen muss. Scharf stellen, aber gleichzeitig irgendwie 1,5 Meter wegstehen, damit man mich halbwegs sehen kann. Ich hatte jetzt auf die Schnelle niemanden gefunden, der mich filmen kann. Ja. Ich bin übrigens nicht die Einzige, die was für Silvester gemacht hat. Ihr könnt bei ein paar anderen Mädels auch noch was sehen für Silvester. Ich verlinke das jeweils unten in der Videobeschreibung. Zum Beispiel hat die Denise ein Do-it-yourself-Video gemacht für eine Silvester-Deko. Das könnt ihr euch ja dann mal anschauen und Laura wird noch was machen. Wie gesagt, ich verlinke das mal unten in der Videobeschreibung. ja, und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, es gefällt euch. Ich danke euch für dieses Jahr mit euch. Ich danke euch für all eure netten Kommentare. Nur für die netten natürlich. Und ich hoffe, das nächste Jahr wird noch besser, noch grandioser. Und ich kann viel mehr coole Sachen für euch machen mit meiner neuen Kamera. Und ja, schreibt mir immer wieder gerne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Ich versuche das immer umzusetzen für euch. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Silvester. Kommt gut ins neue Jahr und ich wünsche euch, dass auch 2014 für euch ein ganz, ganz tolles Jahr wird. Natürlich wünsche ich mir das für mich auch. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit meinem Silvester Get Ready. Wir starten mit einem dämlichen Grinsen und dem 24-Hour Perfect Stay Eyeshadow and Liner in der Farbe Dark Blue, den ich einfach auf das bewegliche Lid auftrage und dann mit den Fingern einarbeite. Als nächstes kommt die Farbe Urban Decay Naked mit dem Sigma E40 Pinsel, das ist aber schon die ältere Version. Und dann die Farbe Evidence von Urban Decay aus der Smoked Palette mit dem MAC 239er Pinsel. Ich tupfe mehr, als dass ich reibe, um Fallout zu verhindern. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich zufrieden bin. In die Lidfalte kommt nun Blackout aus der Palette mit dem kleinen runden Essence Pinsel, ich weiß nicht genau wie der heißt. Auch hier wieder so lange, bis ich zufrieden bin, hauptsächlich in den äußeren Augenwinkel, wie ihr hier sehen könnt. Und halt wie gesagt so ein bisschen auch in die Lidfalte, um das Ganze so ein bisschen zu vertiefen und zu verstärken und damit es einfach schön aussieht. Anderen E40 von Sigma verblende ich das Ganze jetzt ein bisschen, damit die Kanten nicht so hart sind. Und dann kommt schon der Concealer, das ist der Better Skin von Maybelline. Den habe ich ganz, ganz neu entdeckt bei DM und direkt mal mitgenommen mit dem Maybelline Schwämmchen.
Setten tue ich das Ganze wieder mit dem Real Technique Setting Brush. Gott, ich komme schon wieder nicht hinterher. In den inneren Augenwinkel kommt Creamy Biss, der war leider limitiert, von MAC. Und wie sagen die Amis immer, now for the fun part. Der Glitter Glue mit einem synthetischen Pinsel, das ist jetzt der MAC 242. Und den benutze ich auch gleichzeitig, um den Glitter dann aufs Auge zu tupfen. Ich mache den Pinsel auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen sauber. Aber ich dachte, mit dem Restkleber am Pinsel kann ich den Glitter besser aufnehmen. Und dann tupfe ich den einfach so lange auf mein bewegliches Lid, bis ich auch hier wieder zufrieden bin. Dann dunkle ich die Lidfalte nochmal ein bisschen nach, wieder mit Blackout aus der Smoke-Palette. Und schon kommt der Eyeliner. Hier habe ich wieder den Tarte Amazonian Clay Waterproof irgendwas Gel Eyeliner als erstes benutzt, weil ich heute in einem Video gesehen habe von Nicole Guerrero, dass das dann im Nachhinein besser hält, wenn man mit zwei Eyelinern arbeitet. So habe ich also erst einen Gel-Eyeliner benutzt und später seht ihr dann nochmal, wie ich noch einen anderen Eyeliner hinterher benutze. Am unteren Wimpernkranz trage ich jetzt noch ein bisschen Evidence auf. Der Pinsel gehört übrigens zu dem Eyeliner dazu, da wurde ich auch schon noch gefragt. So, und auf die untere Wasserlinie, aber nur so ab dem, ja, ich würde mal sagen, hinteren Drittel. Und auf der, wie heißt das, oberen Wasserlinie kommt dann, ich glaube, er heißt Perversion von Urban Decay, um das Ganze noch ein bisschen düsterer wirken zu lassen. Und schon sind die Wimpern dran. Chibo Wimpernzange, ihr kennt sie mittlerweile alle. Und die Max Factor 2000 Calorie Mascara als erstes. Meine Augenbrauen zeichne ich wieder nach mit dem MAC Omega Lidschatten. Auf die Wangen kommt Rihannas Blush in Bad Girl Gone Good oder wie heißt. Und als Highlighter bei Candlelight, beides leider limitiert gewesen. Mit dem F30 von Sigma pudere ich mein Gesicht ab, bevor ich mit dem Catrice Eyebrow Filler meine Augenbrauen noch so fixiere. Und nun kommt der zweite Eyeliner, das ist wieder der Catrice Liquid Liner in Dating Joe Black. Und die zweite Schicht Mascara ist die Essence Multi-Action Blackest Black. Ihr findet aber auch alle Produkte nochmal aufgelistet in der Reihenfolge auf meinem Blog. Und so sehe ich dann fast fertig aus. Jetzt wollte ich euch eigentlich den Lippenstift zeigen und dann ist mir aber eingefallen, ich wollte euch auch noch meine neue Strickjacke zeigen. Die ist nämlich von SHEINSIDE und ich finde sie so genial wegen diesen Sternchen-Patches auf den Ellbogen. Die ist so kuschelig und die habe ich jetzt zum Schminken halt angezogen. Über diesen schwarzen Rollkragenpulli, weil mir eigentlich immer arschkalt ist, sogar zu Hause. Und ja, die hat halt schwarze Knöpfe und die hat Taschen und ich finde sie toll und ich liebe diese Patches. Kommen wir aber nun zu dem Lippenstift. Und zwar habe ich mich entschieden für Bare Again von MAC. Ihr kennt ihn bestimmt schon. Das ist halt eines der Nudes, die nicht ganz so tot aussehen und ich finde, er passt sehr schön zum Blush und zu dem auffälligeren, sage ich jetzt mal, Augen-Make-up. Er sieht halt nicht ganz tot aus und das mag ich. Und ja, wie findet ihr es?
Weihnachten jetzt. Jetzt kommt nämlich noch das Kleid. Falls ihr mir auf Instagram folgt, werdet ihr es kennen. Ich habe es tatsächlich behalten. Es ist das Kleid von H&M. Es hat hinten einen Reißverschluss. Und dazu würde ich dann einfach schwarze Pumps anziehen. Diese sind jetzt von Tamaris. Entschuldigt bitte den Hintergrund. Ich muss das beim nächsten Mal besser auswählen. Ja, das war's. Falls ihr meine letzten Videos verpasst habt, schaltet hier nochmal rein. Ansonsten kommt gut ins neue Jahr. Bis bald.